Der Wunder des Paprikas berührt die Gäste zum ersten Mal im Kalocsaja Volkskunsthaus. In der guten Stube des beinahe 100-jährigen Bauernhauses haben die Pinsel der geschickten Frauen unter den bunten Feldblumen auch den typischen Purpur des Paprikas an die Wände gemalt, bezeichnend, dass er hier nicht nur eines der Gewürze, sondern die Quelle der Wohlfahrt ist. Deswegen begrüßt uns der Paprika so oft in der unerschöpflich reichen Motivenwelt der blühenden Kalocsaja Volkskunst. Kalocsa, die Hauptstadt des Paprikas, ist nicht nur der Hüter der Gegenwart und Vergangenheit des roten Goldes. Man bewahrt sein Andenken im ersten Paprika-Museum der Welt, wo die Besucher die wichtigsten Momente seiner Geschichte, das Lebenswerk seiner Forscher, die Mittel, Maschinen und Einrichtungen, die die harte Arbeit mit vielen Ideen erträglicher gemacht haben, kennenlernen können. Aber die Geheimnisse des Paprikas kann nur derjenige verstehen, der in seine unmittelbare Nähe gerät. Das Paprikaleseprogramm der Coronatours bietet im September und Oktober diese Gelegenheit. Am Rand des Paprikafeldes warten reich gedeckte Tische auf den Teilnehmer. Man kann spezielle ungarische Bauerspeisen essen und dadurch Kraft zur kurzen, trotzdem denkwürdigen Lese sammeln. Zum Paprika braucht man Demut zu haben. Man verbeugt sich vor ihm fast bis zum Boden. Der purpure Paprika zwischen den grünen Blättern muss mit kundigen Händen abgerissen werden. Und erst dann stellte sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist. Von den in Weidekörben gesammelten Früchten nimmt man keinen endgültigen Abschied. Am Ende des Tages hat man mit ihnen noch was zu tun. Die typischen Paprikagerichte, der schmackhafte Pfirsichschnaps und die Weine machen den Tag der Paprikalese denkwürdiger. Es gibt hier auch eine andere Überraschung. Als wäre die Zeit auf dem Hof der Tschada stehen geblieben. Am lichterfüllten Hof begrüßen längst vergessene Bilder, Laute und Gerüche den Gast. In diesem natürlichen Kreis kann man die Vergangenheit und die Traditionen wirklich spüren. Die Kleintiere, die Stute im Staub, der freundliche Kubas und der Scherzmacher des Hofes, der Esel mit langen Ohren, repräsentieren eine Zeit, wo man ihre Sprache vielleicht noch verstand. Die eingesammelten Paprikas erwarten die Gäste am Tschada-Hof. Die Aufgabe, sie in dichter Girlande zu ordnen, ist nur scheinbar einfach. Man braucht kundige Hilfe dazu, aber daran mangelt es hier nicht. Die Girlande erhalten ihre Form, die tiefe Aufmerksamkeit und das Lächeln an den Gesichtern zeigt den Erfolg, dessen Belohnung die schöne Halskette aus Paprika ist. Wie die Girlande der Blumen in anderen Teilen der Welt. Falls die Hand schon müde ist, der Finger und die Nadel sich schwieriger bewegen, die Kalocsaja Volkstänzer in bunten Kleidungen schaffen eine außerordentliche Stimmung und ihre Lieder hallen leise in denjenigen wider, die auf das Wiedersehen hoffen.